NDR 2 präsentiert. Frise 1 an alle. Hier spricht Oma Rosi. So, was war Thema? Ja, ein Hörer namens Masi Marcel hat uns über Facebook geschrieben und möchte von dir wissen, ob du lieber deutsche oder internationale Weihnachtslieder hörst. Weihnachtsmusik ist bei mir in Phasen eingeteilt. Den ganzen Advent verbringe ich eigentlich so, wie ich mir Bing Crosby oder Dean Martin in Weihnachtsstimmung vorgestellt habe. Ja. Im Hausmantel und mit einer Zipfelmütze und Zigarre, wie in einem langsamen Walzer durch die Wohnung tänzelnd. Hier schnell eine LED-Echtwachskerze angemacht mit der Fernbedienung. Da schnell mit Schneespray über die Scheiben gegangen und den Jungs vom Müllwagen ein kleines Jupp-Jupp zugeworfen. Halt amerikanisch, lässig, lazy, schmad. Juvenil verführerisch, mit einem Augenzwinkern. Ja, Oma. Nee, aber pünktlich zur Bescherung muss es deutsch sein, muss es klassisch sein, muss es stille Nacht sein. Da muss man vom Baum Haltung annehmen mit Kerzenschein auf den feuchten Augen und einer aus Ergriffenheit leicht zerquetschten Dose Jackie Cola in der Hand. Das ist was Offizielles. Das ist wie der große Zapfenstreich. Oma, ich kenn es auch anders bei dir. Halt den Sabbel und lass dich einmal auf diese Besinnlichkeit ein. Ja. Bei Familie Frese gibt es Heiligabend von Punkt 18 Uhr bis ran an der Tagesschau nur alte deutsche Weihnachtslieder. Und dann, meinetwegen, wenn die Pumps in der Ecke landen und Eiswürfel im Glas klimpern, dann darf es auch gerne wieder Slade oder der Ramones sein. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight. Aber dann ist ja Weihnachten als solches ja sowieso vorbei. Oma, das kannst du doch so nicht sagen. Nein, Omi macht nur Spaß. Schönen dritten Advent und spendet mal einen schönen Betrag für Hand in Hand. Schön mal was knistern lassen.